Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2, zu einem Preview zum kommenden DLC Tribute to the Liberation of Italy, was ja am 3. Februar erscheinen soll und 8 neue Divisionen ins Spiel einführt, 4 auf der Achsenseite und 4 bei den Alliierten. Und wir werden uns natürlich in den kommenden Videos auch alle diese Division anschauen. Wir spielen heute die 26. Panzerdivision. Das ist eine der deutschen oder der Achsenmächte-Division. Zusammen mit einer schweren KI, die 5. Gebirgsjäger-Division spielt. Und auch die ist im kommenden DLC mit dabei. Außerdem gibt es noch die 4. Fallschirmjäger und die 4. Division Alpini Monterosa, also Italiener. Bei den Alliierten haben wir die 6th South African Armored Division, die Corpo Italiano di Liberazione, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die 8th Indian Infantry Division und die Task Force 45. Wie gesagt, das DLC erscheint am 3. Februar. Ich gehe davon aus, dass es ein paar Euro mehr kosten wird als die typischen kleinen DLCs, die ja immer nur 5 Euro gekostet haben. Wenn ihr euch das DLC holen wollt, dann schaut gerne bei meinem Partnershop vorbei, sobald es dort verfügbar ist. Vermutlich aber auch erst am Release-Tag. Packe ich euch den Link mit in die Videobeschreibung, beziehungsweise sobald es im Shop gelistet ist, packe ich euch unten den Link rein. Dann könnt ihr da schon mal reingucken, aber verfügbar wird es, kaufbar wird es vermutlich erst am Release-Tag am 3. Februar sein. Aber denkt daran, ihr könnt mich einerseits mit dem Kauf unterstützen und andererseits könnt ihr auch ein paar Euro sparen. Die Preise bei Games Planet im Vergleich zu Steam direkt für die Steam Keys sind immer ein paar Prozent günstiger. Also ihr spart höchstwahrscheinlich 1-2 Euro. Gut, und dann steigen wir hier mal ein, die 26. Panzerdivision. Ich habe das Deck ein bisschen umgebaut, wir gucken mal kurz durch. Relativ viele, Infanterie, die auch, aber viele Aufklärungseinheiten mit Aufklärungspanzern. Panzer 3, Panzer 4. Infanterie ist auch bunt gemischt. Wir haben die Ersatztruppen, wir haben die Panzergrenadiere, wir haben Pioniere. Und auch einiges davon. Und auch bei den Panzern habe ich ein bisschen umgebaut. Das sind teilweise im Standarddeck ein paar italienische Stucks mit dabei. Also irgendwelche italienischen Jagdpanzer. Die sind aber vom Durchschlag und von den Granatentypen, die sie haben, nicht wirklich geil. Deswegen habe ich hier auf Panzer 4 dann gesetzt und in Phase C dann auch Panther. Panther A. Zusammen hier mit diesem Stuck M41 als Offiziersfahrzeug, aber ihr seht schon, Durchschlagsleistung 30 mm mit einer 13,2 mm Geschütz, das ist natürlich nicht wirklich überragend, aber Offizierseinheiten sind immer ganz gut, um den Elite-Status zu pushen. Außerdem hier noch Panzer 4 und Panther Führungsfahrzeuge und hier noch ein paar Flammenfahrzeuge und auch noch MGs. Bei der Pack haben wir die Stuck M43-90. Interessantes Teil, eine 90mm Kanone mit 170 Durchschlag, also das Ding haut auf jeden Fall rein. Und bei der Flugabwehr haben wir hier die FAMO 88, im Grunde ist das nichts anderes als so ein LKW, wo sie eine Flak 8, also eine 8,8er Flak drauf gebaut haben, die aber höchstwahrscheinlich auch als Panzerabwehr fungieren kann. Und dann hier noch motorisierte Mörser, 105mm und auch einiges an Flugzeugen. Also wir sind hier wirklich sehr, sehr flexibel aufgestellt und ich bin gespannt, wie wir hier so vorankommen. Interessant ist auch, wie sich unser Kollege hier aufgestellt hat. Er lässt uns quasi nur die Lücke hier übrig. Oh Gott, Stuck M42-75, das, ja, kann nicht gut sein. Italienische Panzer, das kann einfach, es ist von Haus aus einfach so. Italienische Panzer können von Haus aus nicht gut sein. So, wir holen hier zwei Aufklärungspanzer. Wir machen mal einen Aufklärungspanzer und ansonsten hier die Aufklärer. Interessant ist auch, dass im Gegensatz zu Varno, was wir ja aktuell auch spielen, die Einheiten, also die Scout-Einheiten nicht vorgezogen aufgestellt werden können. So, Panzer. Die Panzer 3 haben auch schon 150mm Durchschlagsleistung mit der 50mm. Das ist richtig gut. Deswegen stellen wir die hier mal mit auf. Und führen die auch. Ja, wobei, ihr geht mal auf Jagen.
Ansonsten hätte ich gerne Infanterie in Form eines Offiziers. Und genau, ihr drei, ihr vier bitte. Geht bitte mal hier auf die Position. Wir können uns natürlich jetzt hier wunderbar auf die Stelle konzentrieren, wenn er hier die breite Front übernimmt, wobei ich unsicher bin, ob er das wirklich so gespielt kriegt. Deswegen stellen wir mal hier unten einen Scout hin und wir stellen mal noch hier einen Scout hin und dann stellen wir mal dieses Stuck M43. Das geht mal bitte hier hin. Wichtig ist eigentlich auch, dass wir die Stellen hier abdecken. Da müssen wir mal noch Infanterie mit reinschicken. Die zwei Ersatztruppen gehen bitte mal dahin. Und die Grenadiere. Ja gut, die laden wir auch mal hier aus und dann geben wir denen noch einen Offizier mit dazu. Hat jemand ein Taxi bestellt? Und der geht auch dahin. Okay, gut, dann fangen wir mal an. Und ich bin gespannt. Das ist immer so ein bisschen tricky hier die Stelle. Er pusht hier rechts auf jeden Fall schon. So, die Aufklärer gehen natürlich auf nicht schießen hier. Oh Gott, der Offizier ist aber früh da. Laden wir mal dort aus. Ah, den Punkt haben wir schon. Okay, dann so, die Moment, haben wir noch keinen Feindkontakt. Wir führen schon. Wie lauten Ihre Befehle? Achtung, der Feind ist in der Nähe. Ah, den T-34 kommen wir da nicht wirklich ran. So, dort haben wir Panzer. Höre Sie klar und deutlich. So, hier sind alle da. Ach so, die Fahrzeuge. Wartet mal. Die bleiben mal hier. So, der Scout. Überprüft Waffen und Munition. Und dann schicken wir die alle mal da in den Wald rein. Und die Panzer kriegen hier mal noch Verstärkung. So, und er hier gibt mal ein bisschen. Oh, eine Isu! Jawohl, Hauptmann. Wir setzen uns in Bewegung, Hauptmann. Das ist nicht so geil. Ah, okay, die waren gespottet. So, Panzerabwehr. Na, Flugabwehr kriegen wir auch erst in Phase B. Motor läuft. So, und die kriegen hier nichts auf. Das gefällt mir nicht so wirklich. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Er pusht hier rechts auch schon übelst krass rein. Also richtig feinen Kontakt. Herr Kommandant? Haben wir hier noch nicht. Feindkontakt! Wie lauten Ihre Befehle? Ausweichen!
Sind das alle, die ich habe? So, 13 zu 11. Er hat rechts schon feinen Kontakt. Da geht der T34 raus. Ich könnte mir hier mal... Ah, hier bräuchte man dann wieder... Okay. Reiter auf, Mann. Marschformation. So, der Offizier... Erfahrungsgemäß versucht er eigentlich, hier diesen Hügel einzunehmen. Wow. Okay, hier auf der linken Seite passiert gerade gar nichts. Verstanden. Ziel verloren auf der rechten Seite. 15-9. Haben wir heute nochmal Kampfhandlungen? Ruhe, herhören. Zu Befehl, Kommandant. Mein Kontakt. Jawohl. Wir rücken aus. An dieser Position müssen wir raus. Wenn in Reichweite Feuererlaubnis. Jawohl, Hauptmann. Sehen wir uns hier um. Wahrer Gefechtsgeschwindigkeit. Krass. Oh. Verdammt, es hat mich erwischt. So, die ISO kann das spotten. Zur Stelle. Die ISO ist ekelhaft. Da haben wir einen Scout stehen. Zu Befehl. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Zieh den Arsch an, Hans. Stehen bereit. Ach, der fährt unten lang. Ich hab gedacht, der fährt da oben rein. Tavarisch, nie strilei. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Jawohl, Herr Kommandant. Angriff! Was ist denn hier mit denen? Keine Schusslinie. Zieh den Arsch an, Hans. Feind direkt vor eigener Stellung. Zum Schützenrudel aufgehen. Mir nach. Jawohl, Kommandant. Zieh den Arsch an, Hans. Ja, der Scout nervt da jetzt ein bisschen. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Ja gut, richtig spannend. Wir haben einfach null Feindkontakt. Ich bin Eindruck, die haben was an der KI verändert. Überprüft Waffen und Munition. Den Punkt nimmt er uns da jetzt wieder weg. So, 45 mm. Ruhe, herhören. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Die ist auch mit schon doppelten Elite-Status. Bereit für die Jagd. Greif mal den Scout da an. Den ersten Kill hier. Da war ich. Hier ist die Nähe. Bereit für die Jagd. Könnte es kaum erwarten. Ja, ob die ISO da auf uns schießt, ich bin mir nicht ganz sicher. Rückwärts, Marsch. Herr Kommandant. Schon erledigt. So. Ah, die schießt von da, okay. Packt zusammen und dann los. Zweiter Zug einsatzbereit. An dieser Position müssen wir raus. Überprüft Waffen und Munition. Vorwärts, Männer, aber schießt erst auf mein Kommando. 18 zu 6. Also wir spielen auch gegen eine schwere KI, aber die ist irgendwie nicht wirklich anwesend, habe ich den Eindruck. Wir wurden getroffen. Auf geht's.
Herhören. Die schafft es aber auch nicht, den Panzer rauszunehmen, okay. Ja, Hauptmann. Abmarsch, so. Angriff! 17-7, da ist die nächste. Rot 6, kampfbereit. Was sind Ihre Befehle? Flugabwehr. So, dann schicken wir die mal vor hier, um da ein bisschen was zu machen. So, hier den T-34. Panzergranate geladen. Hallo? Feuer frei? Auf der Jagd. Hallo? Jawohl, Hauptmann. Verstanden. Führen Stellungswechsel durch. Ende. Wir wurden getroffen. So, jetzt. Da ist die nächste 45er, aber die geht auch zum Glück raus. Jawohl, Hauptmann. Wir holen uns mal Panzer nach. So, wie sieht's denn hier aus? Bereit für die Jagd. Der macht ein bisschen was. Gute Arbeit, Richtschütze. Dann auf den zweiten. So, die Artillerie schießt da auf unsere Infanterie. So, 18-6. Jawohl, Hauptmann. Befehl wird ausgeführt. Er schafft es gerade nicht so richtig, seine ISOs in den Einsatz zu führen. Gewonnen, aufgeklärt. Ach, die Panzer gehen dann... Ja, okay. Okay, dann nimmt er den Scout raus. Ich höre, Hauptmann. Ja, das Problem ist diese blöde Artillerie. Die da auch unseren Offizier höchstwahrscheinlich rausnehmen könnte, wenn der nicht schnell genug läuft. Und die kriegen die nicht auf unterdrückt, oder was? Ja. Da kommt ein externer Artischlag. So. Hier unten stand auch noch irgendwo eine ISO, genau da. Was macht der denn da? So, kriegen wir denn die ISO hier mal irgendwie? Hat er den Offizier jetzt noch rausgenommen oder was mit seinem externen Artischlag? Scheiße. So. Die Flugzeuge auf die ISO. Jetzt ist sie wieder unspotted. Wollen Sie mitfahren? Mission annullata. Na, mal gucken hier. Die 20 mm ist jetzt nicht wirklich das Beste. Staffel erwartet Befehle. Das wird ein Kinderspiel. Ja, ein Flugzeug schießt er uns da ab. Die nächsten Flugzeuge. Ziel zerstört. Mache mich auf den Heimweg. So, die 20 mm machen da ganz guten Job, aber nichtsdestotrotz 19-5. Was ist hier denn los? Volltreffer. Ziel zerstört. So, da geht der externe Artischlag raus. Oder schneit. Ist natürlich jetzt blöd, dass der jetzt hier 20-4. What the fuck? Die Frage ist, ob die ISO immer noch da unten steht oder ob wir die tatsächlich rausbekommen haben.
So, die Mörser kommen, aber die kommen höchstwahrscheinlich zu spät. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Hey, die da in Reichweite sind, ist das Ganze hier, glaube ich, schon gegessen. Nochmal externer Artischlag. Okay. Nimm die Beine in die Hand. Jawohl, Kommandant. So, jetzt hat er hier, glaube ich, nichts mehr stehen. Ja, und da ist die Sache schon durch. Was zur Hölle war das denn? Also das war ja gar nichts. Das würde ich sagen, das machen wir gleich nochmal. Ich meine, wir brauchen ja bloß mal auf den Spielverlauf hier zu gucken. Wir machen gerade mal 800 Kills. Die KI war ja im Grunde nicht anwesend. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich einmal in der zweiten Schlacht mit der 26. Panzerdivision. So, weiter geht's. Diesmal an der Seite der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Wir haben die Map natürlich schon mal gewechselt. Auch der stellt sich irgendwie komisch auf. Okay, wir sollen also die rechte Seite spielen. Die Karte hatten wir vor kurzem erst. Scout. Hier, wir wissen ja hier oben die... Ah, nee, das ist diesmal von der anderen... Von der anderen Seite... Ich glaube, das ist diesmal von der anderen Seite gespielt. Der Scout geht mal dahin. Der Scout geht mal bitte dahin. Und mal gucken, ob der das da reinschafft. Das wäre natürlich grandios. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Infanterie. So, und die Kampfgruppe... ...möchte ich irgendwie hier so in den Wald reinballern. Ja, Hauptmann. An dieser Position müssen wir so, Unterstützung... Ja, die Flammenpanzer sind natürlich auch ziemlich geil. Die können wir mal in die Mitte führen. Hoffen Sie Feuer. Zusammen mit einem Panzergrenadier und einer Hilfstruppe. So. Ansonsten ein Scout hier hoch und hier diesen Offizierspanzer, den hätte ich gerne hier und den Panzer 3 hätte ich dann gerne hier hin und dann gucken wir mal, ob wir hier längs seit der Straße ein bisschen was nochmal einen zweiten mitnehmen was machen können und ansonsten Ihre Befehle, Kommandant. Die stellen wir hier auf. Okay, mal gucken, wie es diesmal läuft. Die Mitte wird auf jeden Fall spannend sein zu spielen. Ach Gott, und da kommt genau das, was ich am Anfang immer hasse. Scout Planes. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Oh, das ist ultra nervig. Wir müssen mal kurz gucken. Wir haben... Ich will nicht, dass er hier oben erst lang fährt. So, der Offizier. Die laden sich gleich aus. Ich würde mal gerne noch weitere Infanterie hier reinpacken. So, da kommt ein bisschen was an Infanterie. Ich befolge nur Befehle.
erwartet Ihre Befehle. So, der Panzer da muss erstmal raus. Wie wäre es mit Kopfschal, Schweinehund? Achtung. Nur, dass wir hier die Stück weiter zurückziehen können. So, wir haben die Mitte eigentlich schon. Wow, okay. Gott, da kommt ja einiges. Speer zur Stelle. Wir fahren los. Gute Arbeit, Richtschütze. So, der T-60 sollte kein Problem sein. Ach, das Schwimmding nehmen sie noch raus. Motor läuft. Vorwärts zur Front geht's hier entlang. Fahrzeug bereit, Hauptmann. So, da kommt aber auch ein bisschen was Offiziermäßiges von ihm. So, und hier gucken wir mal. Ah, er pusht hier in die Mitte rein. Hoch auf dem gelben Wagen. Dafür haben wir jetzt den Punkt. Rückzug. Ja, wobei, geht mal. Unterwegs, Herr Kommandant. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Wir müssen aufpassen, dass hier steht noch irgendwo was. So, der hier oben. Der geht mal auf nicht schießen. So, jetzt haben sie uns. Ja, jetzt nehmen sie uns doch den Punkt gleich weg. So, erstmal die da bitte raus. Wir ziehen uns hier mal kurz zurück, damit der T-60 erstmal rausgehen kann. Gut, die gehen raus. T-26E. Ah, jo. Das ist natürlich nicht so geil. Verdammt, es hat mich erwischt. Feind direkt zur eigenen Stellung. Da sind wieder Infanteristen. Die nehmen wir unter Feuer. Achtung, der Feind ist in der Nähe. T26 Offizier, okay. Die ziehen sich wieder zurück. Das hier ist ein bisschen ekelhaft. Rot 6, kampfbereit. Zurück! Und zwar langsam! Bei Kontakt! So, hier die Panzer. Da müssen wir auf jeden Fall wieder einen Gegenstoß hier machen, damit der hier mit seinen gepanzerten Fahrzeugen nicht und vor allem mal schon mal ein bisschen Verstärkung ranholen, falls jetzt hier auch Verluste kommen. Getriebe beschädigt. So, da geht der raus. Kommt schon, der T-60 da muss raus. Oh. Okay. Das ist nicht so geil.
Wie sieht's denn hier drüben aus? Das gefällt mir da nicht so wirklich. Auch hier mit der Flak nicht. Geschütz überprüft und einsatzbereit. Gute Arbeit, Lichtschütze. Oh Gott, Panther. If der, warum schickt er den Panther denn in den Wald rein? Das ist doch voll dämlich. Ja, Hauptmann. Bräuchten hier einen. Ah, wir haben erst den. Oh, jetzt wird's aber ekelhaft hier mit einer Su-76 da. Der hat schon seine ganzen APCR verschossen. Ach, guck mal hier. Zweiter Zug einsatzbereit. So, da bitte angreifen. Der Offizier bleibt aber im Backup einfach dahinter stehen. So, 14-10. Die Su geht raus. Wir greifen da den T-26 an und holen uns mal noch eine weitere 20mm Flugabwehrkanone. So, der T-26, da geht auch raus. Sehr gut. Und jetzt versuchen wir hier mal irgendwie da in diesen Wald ranzukommen, dass wir die... Ja, der Panther natürlich ist da rausgegangen. Super scheiße. Der Sieg liebt die Sorgfalt. So. Vorwärts, Männer. Aber schieße erst auf mein Kommando. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Das sind die nächsten Fahrzeuge. Phase B lässt aber noch ein bisschen auf sich warten. Naja. Ja, da haben wir uns jetzt blöd gedreht. Aber der macht trotzdem einen guten Job hier. Und er müsste eigentlich... er hier müsste ja... Auch schon als Verstärkung da sein. Oh, jetzt gehen beide raus da. Das ist natürlich jetzt scheiße. Lassen den Panzer hier mal ein bisschen mit Abstand dastehen. So, hier, Flammenpanzer. Hallöchen. Wir haben Geschenke. Was man hier auch wieder wunderbar merkt, ist, dass das... What? Dass das Gameplay deutlich langsamer ist als bei Warno. Ey, dann nimmt er den Panzer 4 da raus. Was zum Heck ist das denn? So, kann der... Nope. Scheiße. Das ist scheiße. So, die müssen hier raus. So, dann kommt halt an, ne? Jawohl, Herr Kommandant. Gut. Jetzt ist er hier total ekelhaft reingefahren. Wie lauten Ihre Befehle? Aufgepasst, Männer, es geht los. Wobei, anscheinend... Ne, hat er was rausgenommen, okay. Oh, Hallöchen. Der Panzer kann ja gar nicht schießen, oder was? Die ergeben sich, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier mal
ein bisschen drauf reagieren. Es steht 13-11. Rot 6, kampfbereit. Das war knapp. So. Die Panzer hier machen weiterhin einen guten Job. Ich höre. Marsch! Aber achten Sie auf unsere Flanken! An alle Einheiten, Feind gesichtet! Die ziehen sich da zurück. Den Punkt haben wir wieder, aber wir haben den Punkt verloren. Das gefällt mir nicht. Aber für den Punkt brauchen wir im Grunde auch die Kontrolle hier rüber. Und der Punkt hier oben wäre natürlich auch noch geil. Feind gesichtet! Zweiter Zug, vorwärts, Marsch! Wie lauten Ihre Befehle? Ausweichen! Oh schön, die können von da drüben schießen, aber auch nur ein Stück weit. Oder schneit. Es hat mich erwischt. So, da gucken wir mal, ob wir auf den Panzer da kommen. Die können eher schießen. Was sind Ihre Befehle? Wir wurden getroffen! Wir begeben uns zur Koordinate. Hören Sie klar und deutlich. Ui. Da steht irgendwas Ekelhaftes. Au, eine 57er. Scheiße. Okay. Die ist natürlich ekelhaft. Höre sie klar und deutlich. Ja, die nimmt uns jetzt beide Panzer 3L da raus. Und er hat auch noch einiges an Panzern stehen. Kleines Mistgelumbe, aber trotzdem nerviges Mistgelumbe. So, und das Problem ist jetzt, dass wir das nicht rauskriegen da. Da müssen wir jetzt schon mal... Auch wenn die Flugabwehr noch nicht da ist. Ah, es hat mich erwischt! Unten bleiben! So, er wirft seine Bomben ab. Ampulle, starte Angriff. So, da kommen sie. Da alles an Snipern stehen, was irgendwie geht. Keine Vorkommnisse. Kommt der Sniper, dann der Sniper. Was sind Ihre Befehle? Der Sniper, bitte. Es scheint übelst schwer zu sein, so einen Sniper rauszunehmen. Ne, jetzt hat er ihn. Su-76 wieder. Was sind Ihre Befehle? Könnt ihr bitte auf die schießen? Feind im Visier. Feuer! Dahinter steht noch irgendwo. Ah, T-34, okay. Jo, na klar. Und er hat irgendwie keinen Bock auf die zu schießen. Jetzt erst. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Eieieiei, okay. Aber wir führen immer noch 13-11. Höre sie klar und deutlich. Dass hier diese Panzer noch drin stehen, das nervt natürlich. So, aber wir holen uns mal, damit wir hier gegen die Flugabwehr was machen können, holen wir uns mal Artillerie. Jetzt ist sogar wieder ausgeglichen. Jawohl, Herr Kommandant. Fein, dass er uns immer gleich die
netten Sachen rausnimmt. Nicht den Panzer 3, sondern den Panzer 4 halt, ne? Feind gesichtet. Verstanden. Aufspüren und vernichten. So, 14-10, das war's. Wow. Flugabwehr, Feuer frei. Warum eigentlich? Hat er jetzt nicht drauf geschossen? Und hier scheint noch irgendwie mehr in dem Wald drinne zu stehen. Hat er mir den Panzer rausgenommen? Oh, scheiße. Bewegung. Abstände vergrößert. Ampulle, starte Angriff. Alle Mann zurück! Geben Sie mir nur ein Ziel. Na klar. Oh, da kommt der Herr Wittmann. Товарищ, не стреляй. Der geht in Flammen auf. Ohne uns wären Sie blind. Lass mich raus! Ich will da raus! Von hier aus hat man eine tolle Aussicht. Kehren zurück zum Fliegerhorst. Verdammt bleihaltige Luft hier. Richtung Heimat. So, aber der. Wo stellt er denn den Wittmann auf? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. So, da geht der Offizier raus. Sehr schön. Steht's. Jetzt wird's wenigstens mal ein bisschen spannend hier. Verdammt, ich wurde schwer getroffen. So, wir haben den Punkt, das ist gut. Du solltest eigentlich auch I wecken. So, der Herr Wittmann könnte ja jetzt mal den Scout da rausnehmen. Dankeschön. So, da kommen die Pioniere. Warum fahren die denn da lang? Ich verstehe es nicht. Aufgepasst, Männer, es geht los. Wenn in Reichweite Feuererlaubnis. Es hat Unteroffizier. Ja, wow, du kleines Arschloch. Von irgendwo da drüben, wo eigentlich unser Kumpane schon reinpusht. Zu Befehl. Die werden wir aufräuchern. Ich weiß zwar nicht, warum sich das Vieh bewegt, aber ja, scheiße. Weil die hier auf Rückzug ist aufgeschossen worden, ist natürlich nicht cool. Alle Mann zurück! Infanterie bereit. Marschformation. Aber wir können das hier ganz gut aufhalten. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Ziel zerschlagen. Pronti ad attaccare, Signor. Bewegung, Jungs. Was sind Ihre Befehle? Da kommen jetzt die Panzer, aber wir haben ja auch noch. Hier noch einen Scout in den Wald reinballern könnten, wäre das echt super. Zweiter Zug einsatzbereit. Vorwärts, aber schließt die Flanken. Worauf schießt denn der? Wir können nicht mehr. Er schießt tatsächlich auf den Scout. Verdammt, es hat mich erwischt. Jawohl, Herr Kommandant. So. Ruhe, herhören. Ziehen uns da mal zurück. Volle Schwarze. Schütze, 10 Uhr. 500. Feuer.
Na los, Feuer frei. Nimm ihn raus. Nein, sie schaffen es nicht. Das heißt, ein Panzer 4 wird jetzt in die... Nee. Ja, du schlägst ihn nicht. Okay, das war gut. Verdammt, es hat mich erwischt. Zweiter Zug einsatzbereit. Den Push bezahlt er jetzt teuer. Und der Windmann macht hier einen Alleingang, oder was? Ja, ich sag doch, es geht trotzdem noch ein Panzer 4 heraus. Ich weiß zwar jetzt nicht, wodurch, aber er geht raus. So, der Scout da. Infanterie bereit. 15-9. Ja, Kommandant. Ziel zerschlagen. Guck mal, die 57er da rauskriegen, weil die ist nämlich gefährlich für unsere... Ach, für unsere Panzer. Bajonette aufpflanzen. Wir entfachen ein Höllenfeuer. So, der Scout geht hier vorne ran. Wir brauchen mal noch einen Unterstützungs-LKW hier. Stehen bereit. Vorwärts, Männer, aber schieße erst auf mein Kommando. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. So, der Offizier macht hier einen ganz guten Job, das gefällt mir. Überprüft Waffen und Munition. Zweiter Zug, vorwärts, Marsch. Dass dieses MG da aus dem Haus irgendwie auf uns schießen kann, das verwirrt mich hart. Okay, Rückzug. Wir geben auf. Zieh den Arsch an, Hans. Ich habe ja echt noch was gut in dem Wald drin stehen. Wie lauten ihre Befehle? Wow! Da steht noch ein verschissener Panzer. Und dann den Offizier raus. Okay, Rückzug. Zurück. Und zwar langsam. Stehen bereit. 15-9. Wenn es jetzt 14-10 steht, ist das auch nicht so schlimm. Bereiter Hauptmann. Ach ja, den Panzer 4H nimmt er natürlich noch mit. Das kleine Arschloch. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Na, ich will die markieren. Verdammt, es hat mich erwischt. Zero 2, Feind gesichtet. Taxi bereit. Zieh den Arsch an, Hans. Feuer bereit. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Sag mal, jetzt räumt er hier aber gerade auf. Versorgung kann eingeleitet werden. Nachschub ist schon unterwegs. Volltreffer, sie ist zerstört. Infanterie bereit. Ja, die Mitte holt er sich jetzt komplett. Lass mich raus! Ich will da raus! Lass mich gehen! Haha, das hat gesetzt. Verstanden. Ende. Ja, gegen die Panzer haben die Pioniere nichts zuzusetzen. Bestätigt, Kommandant. Zieh den Arsch an, Hans. Köpfe runter! So, hier hält er die ganze Sache ein bisschen auf, das ist gut. Feind in der Nähe. Beschützt die Artillerie. Was gibt denn da? Achso, die Pioniere gehen da raus, okay. Es hat mich erwischt. Zum Schützenrudel aufgehen. Mir nach.
Arsch an Hans. Ho sentito che ha un problema, signore. Staffel erwartet Befehle. So, dann können wir noch ein paar Flugzeuge hier ranholen. Jawohl, bereit. Können wir mal ein paar Geschenke verteilen. Einfach mal so ein bisschen breit gefächert und dann gucken wir mal, wer noch mal einen Nachschlag braucht. Ach so, er countert meine Mörser, natürlich. Brecher ab, Ende. Ich habe getroffen. Erwarte Koordinaten. Da haben wir erstmal gut ein paar Kandidaten da aufgehalten. Notfall, Hilfe! Zero 2 ist feindgesichtet. Verdammt, bleihaltige Luft hier. Das wird was für die Bombe. Sehr schön. Hilfe! Hör doch mal auf zu jammern. Gut, die Mitte hat er zwar jetzt, aber das kann mir eigentlich erstmal egal sein. Los, die warten schon auf uns. Zu Befehl. Angriff! Oh, warte mal, du kannst erstmal. Braucht jemand Munition? Zurück! Und zwar langsam! Erwarte Koordinaten. Fuchs 1 greift an. Haben wir nicht noch irgendwo einen Jäger? Oh, wir haben noch einen richtigen Bomber hier. Tja, mein Freund, wir haben einiges an Flugzeugen am Start, womit wir dir richtig auf den Sack gehen können. Gerade die Infanterie hat hier keinen Spaß gegen unsere Jagdbomber. So, der Bomber wirft jetzt hier auch noch seine Bomben ab. Mal gucken, wie es da rumst. Feind direkt zur eigenen Stellung. Na, das war doch schön. Transportkommando bereit. Los, die warten schon auf uns. Jawohl, Herr Kommandant. Brauchen hier mal ein bisschen Spotting. Angriff! Da oben steht noch ein Panzer. Um den kümmert sich scheinbar der Herr Wittmann, so wie es aussieht. Was sind Ihre Befehle? Gibt es Neuigkeiten? Gut. Der geht mal auf E-Weg. Ja, der kommt hier nicht durch mit seinen. Mit seiner Infanterie. Der Motor überhitzt. Und ich ebenso. Ich habe getroffen. Sehr gut. Ich höre. Pauke, greifen jetzt an. Marschbereitschaft hergestellt. Zu Befehl. Wahrer Gefechtsgeschwindigkeit. Da kommt er gar nicht richtig durch mit seinen Flugzeugen. Da steht so viel Flak jetzt mittlerweile. Schade. Noch ist die Luftwaffe nicht am Ende. Aber hier könnten wir auch mal noch ein bisschen was draufschicken auf seine Flugzeuge. Vielleicht auf die Matilda auch noch zur Sicherheit eine zweite. Ist er da durchgekommen? Ich frag mich. Ah, von dem eventuell? Jetzt schießt er wieder mit seiner Kadjuscha da rein.
Wieder hier auf die Position. Hilfe! Was gibt's, Leitstelle? Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. So. Der Scout kreist da jetzt. Er hat anscheinend nichts mehr, was er dem entgegensetzen kann. So, kriegen wir den KV-1S da raus. Jo, sehr schön. Ja, manchmal sind so Flugzeuge doch was Feines. Erwarte Koordinaten. Jetzt kommt da drüben eine Antwort von ihm, aber das kann uns egal sein. Das ist eher so ein bisschen ekelhaft. Weil wir tatsächlich hier drüben keine Flugabwehr haben. Das könnte uns jetzt hier die Einheiten kosten. Oh ja. Ja, zum Glück nicht ganz. So, Flugabwehr. Mit da hinstellen. So. Wollen wir nochmal wieder Infanterie in die Mitte schicken? Kommt schon. 13:11, noch 2 Minuten. Ja, die zweite Schlacht auf jeden Fall deutlich besser als die erste. So, Angriff, Angriff, Angriff und Angriff. Na, das hat sich doch gelohnt. Das hat sich doch richtig gelohnt. Eine Infanterieeinheit steht ja noch und die kriegen wir auch noch raus. Wenn unser Kumpel ein bisschen aggressiver spielt, dann wird das doch was. Okay. Kommt er da mit seinem Flammenwerfer noch an. Ziel verloren, trotzdem 16:8, 25 Sekunden noch. Kann die U hier noch einen ordentlichen Anflug machen? Nee, ich weiß, die Bomben, glaube ich, auf der falschen... Ah, wobei, doch. Ja, 16:8, 10 Sekunden und damit gewinnen wir das hier. Sehr, sehr schön, gut gespielt. Auf jeden Fall deutlich spannender als die erste Schlacht. Na, Wittmann? Nee, der geht nicht raus, zum Glück. Und dann gucken wir doch mal auf die Teamstatistiken. Wir machen 2-7 Kills, unser Kompane macht 2-3 Kills gegen 2-2 und 1-2 und die checken richtig Verluste ein. Also so gesehen auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Schlacht in der zweiten Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden, wie gesagt, in den nächsten Videos uns noch auch die anderen Divisionen aus diesem DLC anschauen. Denkt dran, der Link zu meinem Partnershop unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr ein paar Euro sparen, wenn ihr euch das DLC oder vielleicht auch das Hauptspiel kaufen wollt. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt sind das Game One Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano und Carbine. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.